Da jetzt das Ganze vielleicht dem einen oder der anderen ein bisschen abstrakt war mit den einzelnen Designelementen von ABMs, möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz so eine Vogelperspektive auf ein Anwendungspaper geben. Die Idee ist dabei, euch vielleicht eher so darauf vorzubereiten, das Paper dann selber nochmal im Detail zu lesen und sich anzugucken, wie die einzelnen Designelemente in diesem Paper sozusagen auf den Boden gebracht wurden. Ich werde jetzt aus Zeitgründen nicht in die einzelnen Elemente eingehen. Das Paper ist publiziert worden in so einem der Standardjournale für agentenbasierte Modelle, was eigentlich auch so von der Akzeptanz im Mainstream her das höchste der Gefühle letztendlich ist. Das Modell kommt von einer Gruppe aus Pisa, die bekannt ist für ihre Beiträge zur evolutorischen Ökonomik, aber jetzt halt in letzter Zeit vor allem auch im Bereich der makroökonomischen agentenbasierten Modellierung. Man kann es einordnen als Medium-Scale-makroökonomisches Modell, was ich dabei halt eben besonders interessant finde, gerade hier, dass es so einen pluralen Ansatz hat, dass es wirklich so Elemente der evolutorischen und post-keynesianischen Theorie sozusagen in einem Modell konsistent zusammenbringen möchte. Die Idee davon ist, sowohl kurz- als auch langfristige Dynamiken in einem Modell gemeinsam abzubilden und sozusagen diese Trennung zwischen Modellen für die kurzen Frist und Wachstumsmodellen für die lange Frist zu überkommen. Und dabei einen besonderen Fokus darauf zu legen, welche Rolle staatlichen Handelns oder welche Rolle der Staat spielt und welche Rolle Innovationsaktivitäten spielen. Rolle des Staats mehr so von der postkeynesianischen Perspektive, Rolle der Innovation mehr so von der evolutorischen schumpeterianischen Schiene. Und dieses Paper hier, das ist wie gesagt von 2010, das ist das erste, was tatsächlich dieses Modell so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Mittlerweile ist diese Modellklasse, also diese Modellfamilie sozusagen, die durch dieses Grundmodell hier geboren wurde, sozusagen, für ganz viele Bereiche ergänzt worden. Es gibt so ein Wirtschafts-Klima-Kodynamiken-Modell, wo eben Klimawandel mit berücksichtigt wird und Kosten von Klimaschäden. Es gibt eine Multi-Country-Variante für globale Divergenz- und Entwicklungspolitik. Das wird auf Stabilitätspolitik angewendet und viel mehr. Also da gibt es relativ viele Varianten von dem Modell. Hier jetzt einfach nur eine grobe Beschreibung. Die Details im Paper sind eigentlich ganz gut verständlich und ich glaube, wenn man sich so diese grobe Einordnung vor Augen führt, dann kann man jetzt eigentlich auch ganz gut das Paper dann lesen. Das ist die Grundstruktur vom Modell. Wir haben Firmen in einem Kapitalgutsektor, die heterogene Maschinen produzieren und die Innovationen betreiben. Sie investieren in Research and Development Departments, immer einen fixen Share von ihren Profiten aus der Vergangenheit. Je höher die Investitionen in Research and Development, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Imitation oder Innovationstätigkeiten erfolgreich sind. Erfolgreiche Imitationsfähigkeit bedeutet, man kann sich bei anderen Firmen im Kapitalgutsektor abgucken, welche Kapitalgüter die herstellen. Jedes Kapitalgut ist ja durch eine Produktivität gekennzeichnet, die ist dann gegenüber den Firmen im Konsumgut oder den anderen Firmen attraktiver macht. Und Imitation kann der Firma eben ermöglichen, quasi sozusagen das Kapitalgut von einer anderen Kapitalgutfirma zu kopieren. Innovation ist genau der Mechanismus, den wir vorher auch schon kennengelernt haben. Es wird ein neues Konsumgut entwickelt mit einer zufälligen Produktivität. Die Produktivität wird aus dieser Gamma-Verteilung gezogen und das Ganze hängt eben dann auch so von dem gesamtgesellschaftlichen Technologie-Entwicklungsstadium ab. Wir haben Firmen im Konsumgutsektor, die, wie gesagt, die Maschinen die der Kapitalgutsektor hergestellt hat, verwenden und den Faktor Arbeit, um ein homogenes Konsumgut herzustellen. Wir haben die Haushalte, die bei den Firmen arbeiten und Konsumgüter nachfragen. Wir haben eine Regierung, die vor allem die Rolle eines fiskalpolitischen Akteurs hat, sprich, sie erhebt Steuern und Transfers. Daraus ergeben sich dann eben folgende Interaktionen. Die Firmen stellen Haushalte an und zahlen dafür dann einen Lohn. Die Haushalte fragen Konsumgüter der Firmen nach. Es ist ein Modell, wo die Haushalte ihr gesamtes Einkommen konsumieren. Das heißt, es gibt hier keinen Sparen. Dementsprechend gibt es auch keinen Bankensektor oder keinen Finanzsektor.
Die Konsumfirmen kaufen, wie gesagt, Kapitalgüter, und je produktiver die Kapitalgüter, desto höher ist der Preis, den die Konsumgutfirmen bereit sind, dafür zu zahlen. Die Regierung erhebt eben Steuer auf Profite, aber eben auch Steuern auf den Lohn, und sie zahlt eben Sozialleistungen an arbeitslose Haushalte. Das ist sozusagen so die Gesamtstruktur. Das heißt, wir haben hier keinen Finanzsektor, Fokus eben auf Innovation, staatliches Handeln und kurz- und langfristige Entwicklungen. Wenn man sich jetzt die Times oder Zeitschritte angucken, was passiert in den Modell, es ist ja bei diesen makroökonomischen Modellen immer so, dass es sequenziell abläuft. Ganz am Anfang ist es so, am Anfang jedes Zeitschrittes finden die Innovationsaktivitäten im Kapitalgutsektor ab, sprich die Firmen investieren in Research and Development, und es findet diese Imitation und Innovation statt, die ich gerade beschrieben habe. Danach bieten die Kapitalgutfirmen ihre Ware den Konsumgutfirmen an. Das kann man sich vorstellen, als ob die den Kataloge schicken, wo Preise und Produktivität drinstehen. Im nächsten Schritt entscheiden die Konsumgutfirmen dann, welche von diesen Maschinen sie sozusagen bestellen. Und sie entscheiden auch über ihren gewünschten Output. Dieser gewünschte Output über eine Produktionsfunktion gibt dann wiederum ihnen auch an, wie viele Arbeiterinnen sie anstellen müssen. Das funktioniert dann auch wieder darüber, dass sie Arbeiterinnen mit einem entsprechenden Lohn versuchen anzulocken und dann eben auch einzustellen. Dann etwas, was besonders ist in diesem Modell, was so diese evolutorischen Wurzeln auch nochmal zeigt, ist, dass die Marktanteile der Konsumgutfirmen evolvieren gemäß ihrer preislichen Wettbewerbsfähigkeit. Die relativ günstige Preise anbieten, erhöhen ihren Marktanteil. Die weniger günstig anbieten, verlieren ihren Marktanteil. Und es ist natürlich so, dass die mit den besseren Kapitalgütern in der Regel auch bessere Preise anbieten können. Demzufolge sieht man hier auch, wie eben gerade diese drei Sektoren hier sehr stark miteinander in Beziehung sind und hier eben dieser Kauf von Gütern auch davon abhängig ist, was die Firmen hier vorher für Kapitalgüter erworben haben. Dann im nächsten Schritt kommt es dann eben zu Markteintritten und Austritten. Das heißt, wenn eine Firma eben überhaupt nicht mehr mit Profiten profitieren kann, dann verlässt sie den Markt. Äquivalent treten andere Firmen ein. Das ist sehr, sehr ähnlich zu dem Nelson- und Winter-Modell, was wir schon im T9 tatsächlich kennengelernt haben. Und es ist dann so, dass hier tatsächlich diese Firmen, die dann am Anfang von den Konsumgutfirmen bestellt wurden, die werden dann am Ende ausgeliefert und werden dann sozusagen im nächsten Zeitschritt relevant. Ja? Und das ist sozusagen die Grundstruktur vom Modell. Die einzelnen Schritte werden genauer in dem Paper beleuchtet, was glaube ich auch ganz gut lesbar ist, insbesondere wenn man jetzt hier so eine grobe Idee über die Gesamtstruktur vorher schon hat. So viel zum Prozess. Was wird mit dem Modell dann gemacht? Das Modell wird validiert, indem man so stilisierte Fakten auf Mikro-, Meso- und Makroebene macht. Und das Modell kann tatsächlich relativ viele von den endogenen reproduzieren, also ohne dass exogene Schocks verwendet werden. Das bezieht sich auf Firmengrößen, das bezieht sich auf endogene Business Cycles, also das, was bei den Real Business Cycles zum Beispiel nur über diese exogenen Schocks tatsächlich zustande kommt, ist hier endogen, auch bezüglich verschiedener makroökonomischer Variablen, also nicht nur bezüglich des Gesamtoutputs, auch bezüglich auf Investitionsverhalten, Konsum, Inflation, auch das Investmentverhalten mal so ein bisschen nachgelagert ist, das ist auch so ein stilisierter Fakt, der hier auch in diesem Modell tatsächlich raus ist, dass es auch ein prozyklisches Investment ist. Auch die Verteilung tatsächlich der Wachstumsraten über einen längeren Zeitraum ist auch konsistent mit dem, was man in der Literatur findet, auch wann es zum Beispiel zur Arbeitslosigkeit kommt, dass das ein bisschen kontrazyklisch ist, Produktivität, also auch die Markups, die von den Firmen gesetzt werden. Also es ist auf einer ganzen Ebene, ist es relativ gut darin, solche stilisierten Fakten eben zu replizieren, und zwar endogen, ohne dass man exogen da was reinsteckt. So, das zentrale Policy-Experiment ist auf einer relativ abstrakten Ebene. Man möchte wissen,
welche Rolle keynesianische und schumpeterianische Antriebe von Dynamik spielen. Ja, was man macht, man hat auf der einen Seite diesen schumpeterianischen Antrieb, das ist diese Innovation-Imitationsgeschichte im Kapitalgutsektor, also Innovationsaktivitäten. Und diesen keynesianischen Antrieb, dass wir halt eine aktive Fiskalpolitik haben von einem Staat, der Steuern erhebt und Arbeitslose unterstützt. Und das Interessante dabei ist, wenn man eins von beidem wegnimmt, dann wird die Ökonomie dysfunktional. Also sobald ein Aspekt fehlt, wird die Wirtschaft viel volatiler, viel instabiler, Arbeitslosigkeit steigt und Wachstum ist langfristig schwach, sprich so die, sage ich das mal, dogmentheoretische Implikation ist, dass tatsächlich also sowohl die Post-Keynesianer als auch die evolutorischen Ökonomen wichtige Aspekte der Ökonomie betrachten, ins Zentrum stellen, aber dass letztendlich beide Aspekte wichtig sind zu betrachten und dass, wenn man eben Elemente aus beiden Schulen sozusagen berücksichtigt, man aber auch bei einem Modell rauskommt, was eben ganz viele mikro-, meso- und makroökonomische Dynamiken replizieren kann und das auf eine endogene Art und Weise. Wenn man das jetzt hier zusammenfassen möchte, ist es, handelt es sich hierbei also um so ein Medium-Scale-Modell mit einer realen Ökonomie ohne Finanzmärkte mit drei Agentenklassen, was halt trotzdem irgendwie beträchtlich ist, ist es, dass es wirklich diverseste stilisierte Fakten auf Mikro-, Meso-, Makro-Ebene replizieren kann und nicht nur quasi die Größen an sich, sondern auch die Korrelationen zwischeneinander. Also die Korrelation zum Beispiel zwischen Einkommen und Investment ist relativ ähnlich zu der, die man in realen Ökonomien auch sieht, und das Ganze eben ohne endogene Schocks, ohne exogene Schocks, es passiert vollständig endogen. Interessant natürlich dieses Finding, dass langfristig positive Entwicklungen sowohl schumpeterianische als auch keynesianische Faktoren braucht. Und was auch noch so ein zentraler Kritikpunkt ist, ist eben diese Unterscheidung zwischen kurz- und langfristiger Betrachtung, der wir ja in diesem Kurs klassischerweise auch erstmal gefolgt sind. Sie sagen in diesem Modell oder zeigen, dass halt Innovation auch wichtige kurzfristige Effekte hat. Also nicht nur, dass man ja normalerweise sagt, dass es zentral ist für langfristiges Wachstum, sondern dass es auch kurzfristig Disruptionen auch durch den Ein- und Austritt von Firmen hervorruft, dadurch einen Effekt auf kurzfristige Beschäftigung hat. Das ist aber gleichzeitig dieses Argument, dass so keynesianisches Nachfragemanagement nur kurzfristig wirkt, auch falsch ist. Also es hat diese natürlich bekannten kurzfristigen Effekte. Es schwächt Business Cycles ab, kann kontrazyklisch wirken. Es hat aber auch einfach diese extrem wichtige Bedeutung für langfristiges ökonomisches Wachstum, was eben nochmal nahelegt, ist diese Hysteresis, die wir ja auch im Kontext des keynesianischen Wachstumsmodells diskutiert haben, tatsächlich relevant zu sein scheint und auch langfristige ökonomische Effekte haben kann. Ne? Und also wenn ihr das jetzt irgendwie interessant findet, das Modell ist eigentlich tatsächlich recht gut zu lesen, insbesondere wenn man diese Hintergrundinfos schon hat. Und dafür ist es, glaube ich, jetzt ein gutes Anwendungsbeispiel, einfach weil es auch nochmal diese Brücke zum 9. Termin mit der evolutorischen Ökonomik, aber auch zum Termin zum keynesianischen Wachstumsmodell schön schlägt. Also in dem Sinne hoffe ich, dass ich da jetzt euch ein bisschen Lust gemacht habe, in dieses Modell reinzugucken.